Vielleicht sollten wir besser noch mal spielen, wenn die anderen hier auch so korrupt sind. Dann ist es vielleicht besser so, dass wir, was wollte ich sagen? Ach so, ein bisschen ausgestattet sind. Hallo nochmal. Möchtest du nochmal spielen? Ja, bitte. Das war lustig. Okay. Kriegen wir hin. Mist. Ja, okay, das wird nun entschieden. Das wird wieder ein Unentschieden. Ah, aber ich muss hier hinsetzen. Mist, ich bin, glaube ich, aus der Übung. Aber jetzt dürfen wir anfangen. Und wir machen den Trick nochmal. Hier hin, jetzt hier hin. Und schon haben wir gewonnen. Mist, jetzt müssen wir hier hinsetzen. Gibt's einen Trick, wenn der andere anfängt, dass man dann trotzdem gewinnen kann? Also gut, wenn der andere doof ist, dann gibt's ihn bestimmt, aber okay, ja, das bringt wieder nichts. Aber wenn wir... Ja, wir dürfen wieder anfangen. Dann kann uns eigentlich nichts erschüttern. Doch, kann! Es kann uns was erschüttern. Mist. Verflucht. Nein, und er hat gewonnen. Oh, Mist. Jetzt hat der mich über die Bank gezogen. Naja, aber zum Glück, haben wir ja nichts zu verlieren. Oh, und wir haben gewonnen. Ganz unbemerkt. Oh, wusste ich gar nicht. Hatte ich gar nicht beabsichtigt. Wenn der jetzt hier einen hinsetzt, dann macht der hier den zu. Ha, aber jetzt hier. Und gewonnen. Juhu. Einmal vielleicht noch. So. Und gewonnen. So, das langt. Gut gemacht, wunderbar, okay. Dann war es das hier auch schon, ne? Dann gehen wir mal in den Herbst weiter rein. Und immer noch sitzen sie hier alle fröhlich. Aber der Uhrmacher ist nicht mehr da. Da geht Fran, die Touristin. Viel Spaß. Warte mal, wir können hier Mist kombinieren mit Schnur und das kombinieren mit
Angel und klasse. Ich hab's geschafft. Das ist toll. Und irgendwas mit Fischtastisch. Wird doch hier nass bei dem. Das ist ja unfreundlich. Oh, jetzt können wir doch auch in die Bibliothek. Oh, und ob wir hier Fische fangen können. Benutze Angel mit See, muss doch klappen. Ja! Oh, wie schön sie aussieht. Oh, toll. Oh, ich habe einen Fisch gefangen. Tut mir sehr leid. Ein Fisch, der jetzt tot ist. Armes Fischlein. Ja, aber das ist alles für einen höheren Nutzen. Das passt schon. So. Jetzt dürfen wir hier rein, oder? Kumpel? Sofort stehen bleiben. Hast du das Passwort? Oh nein, welches Passwort? Das Bibliothekspasswort natürlich. Du brauchst es, um reinzukommen. Ich wusste nicht, dass ich ein Passwort brauche. Natürlich brauchst du ein Passwort. Ein bestimmter Zauber kann dir helfen. Okay, mal sehen, ob ich das Passwort finden kann. Tschüss. Ich hätte dir da auch vorher von erzählen können, aber ich habe so wenig zu lachen in meinem Leben. Gut, hier ist, glaube ich, immer alles gleich. Also, ich muss ja nun wirklich noch über diese Mutter denken, die auf einmal da war. Und es war halt auf einmal, es war auf einmal Winter. Die haben sich doch hier irgendwie eingeschlichen. Mit dem können wir auch nichts machen, leider nein. Ist der Zitronenmann noch da? Gut, hier ist erstmal, Das Boot sieht sehr alt aus. Ich kann es wohl nicht benutzen. Der Zitronen-August. Okay, nee, gar nichts. Der Korb scheint in einem guten Zustand zu sein. Das ist gut. Weil, wenn er das nicht wäre, würde er nichts tragen. Natürlich. Den Korb kann ich eh nicht mitnehmen. Er gehört mir nicht. Ich muss die Leiter nicht hochklettern. Wir müssen bestimmt noch an so eine Zitrone kommen. Können wir jetzt rein? Hallo nochmal. Hast du dein besonderes Ticket gefunden? Die Show fängt gleich an. Okay, hier ist nichts anders. Dann haben wir den Herbst auch schon durch, ne? Ist sehr hoch. Dann gehen wir doch mal rüber in den Winter. Jetzt sieht er noch mehr so aus. Ich frage mich, wie ein sprechender Berg klingen würde. Ich glaube, das wäre laut. Hallo, Fran? Runter? Wie wär's? Aha. Der Berg Kodrem existiert nur im Winter. Ich überlege mir jetzt schon eine Stimme für den, aber mal schauen. Guten Tag, Herr Zauberermann. Oh, wie süß. Hier der Hase und der Zughut. Oh, sind Sie der große Zauberer? Tut mir leid, ich bin Fran und ich brauche Ihre Hilfe. Ist das der Kodremberg? Entschuldigung, können Sie sprechen?
Du hast zu viele Fragen. Das ist gut. Na? Oh, tut mir leid. Der König sagte, Sie können mir helfen. Was der König sagt, tun wir. Hm. Sie müssen mir die Steine ausleihen, um eine Tür in meine Welt zu öffnen. Die Steine sind weg. Ich weiß nicht, wo sie sind. Sie suchen. Ich verstecke mich, ich vergesse. Man kann sie nicht finden. Die schwarzen Schatten. Sie meinen die schwarzen Schatten? Hallo? Ich will nur die größte Antwort von allen wissen. Wie geht es mit dem Hasen? Ich habe gesehen, wie es ein Mensch getan hat. Der Hase kam aus einem leeren Hut. Wie? Das ist die größte aller Fragen. Weil, wenn nichts existiert, existiert das Nichts. Aber wenn das Nichts existiert, dann gibt es kein Nichts. Ich frage mich wieder. Wie? Warum fragen Sie nicht die Person, die es getan hat? Oh, ich habe einen Besucher. Guten Tag. Was führt dich zum großen Zauberer? Das bin ich, nur damit du es weißt. Guten Tag, ich bin wegen der Steine... Entschuldigung. Ich bin wegen der Steine hier. Der König schickte mich hierher. Die Steine? Nach ihnen hat schon lange niemand mehr gefragt. Ich habe den großartigsten aller Sprüche gewirkt, damit sie niemand finden kann. Oh nein, ich habe einen Schluck auf. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Du weißt schon, die schwarzen Schatten, die Kamalas, sie versuchen immer, sie zu stehlen. Also muss ich sicher gehen. Aber ich brauche die Steine. Hier bin ich nicht zu Hause. Die Steine verstecken sich. Ich erinnere mich nur an die vier Rätsel, die mit den Steinen verbunden sind. Vier Rätsel, die meine Erinnerung wiederbringen werden. Nur wenn alle vier Rätsel korrekt beantwortet werden, werde ich dir sagen können, wo du fünf Gegenstände finden kannst. Das ist ja umständlich. Diese Gegenstände sind die Steine in ihrer anderen Form. Dann bin ich der Einzige, der sie zurückholen kann. Verstehe. Geben Sie mir die Rätsel. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich zeige es dir. Das ist der Stern von Eterster, Umkabe, der größte Führer im Himmel, der größte Wächter dieses Landes. Klingt toll. Ja, und was muss ich tun? Wo sind die Rätsel? Ich gebe dir die vier Rätsel, geschrieben in der Sprache von allem. Die Antwort ist immer ein Gegenstand. Lege diese Gegenstände auf den Stern von Eterster, auf dem passenden Symbol. Und danach sage ich dir, wo die Steine sind. Oh, vielen Dank, Herr Zauberer. Oh, Herr Zauberer, der König sagte mir,
dass sie mich wieder menschlich machen können. Hat er? Ich glaube, das stimmt. Ich erinnere mich kaum noch, wie es geht. Sie erinnern sich nicht? Aber ich kann nicht als Baum nach Hause gehen. Ich verstehe. Aber jetzt kann ich dir nicht helfen. Ich muss mein Wissen wiederfinden. Vielleicht können wir dich wieder menschlich machen, wenn du den ersten Stein hast. Oh ja, das wäre wunderbar. Ja. Unglaublich und toll. Versuch einfach, die Rätsel zu lösen und alles wird gut. Glaube ich jedenfalls. Brauche ich etwas Besonderes, um ein Mensch zu werden? Ich glaube, der Geruch ist sehr wichtig, wenn ich mich richtig erinnere. Also, bring mir deine Klamotten und wir schauen, wie es geht. Okay, ich bringe Ihnen später meine Klamotten. Tschüss! Okay, 4 Gegenstände. Ach, guck mal hier die Beine. Das sieht aus wie eine 1. Also muss es eine sein. Das muss 2 sein. Sehr logisch. Das muss 3 sein. Natürlich. Und das ist 4. Ganz bestimmt. Okay, dann schauen wir mal. Auf ein neues, naja, nicht Rezept wie bei den Zwillingen, aber wieder so eine To-Do-Liste. 1. Ich bin so kalt. So kalt. Aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. 2. Hell wie Sonne, doch verbrenne ich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. 3. Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. 4. Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. So wie ich das sehe, liebe Freunde, haben wir schon 2 Gegenstände parat. Denn schaut mal, kaltblütiger Sohn im Wasser haben wir hier benutzen Fisch mit Symbol 3. Und der tote Fisch. Ah, armer Fisch. Und eine Feder haben wir auch. Damit schreiben die Menschen und damit fliegen die Vögel. Palantras Feder lege ich genau hierher. Achso, wir haben den Fisch gar nicht dahin gelegt. Und warte mal. Also hell wie die Sonne, das ist auf jeden Fall sauer lächeln, das ist auf jeden Fall die Zitrone. Da müssen wir noch irgendwie drankommen. Und ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Ob das die Streichhölzer sind? Tatsächlich. Hier, bitte, kleines Streichholz. Ich hoffe, das stimmt. Dann haben wir ja schon alles. Also außer die Zitrone. Ach, wie schön, das finde ich immer so schön, wenn hier die Kontinuität da ist. Und hier, das hier so übernommen wird. Ja, geil, Herr Zauberer, wir sind gleich wieder da. Der große Zauberer stellt hier irgendwas her. Das verstehe ich nicht, aber ich erkenne einige der Symbole wieder. 2 große leere Flaschen, das sind sie. Verstehe ich nicht, aber ich bin in einer anderen Realität, also ist das schon okay. Diese Haare sehen genauso aus wie die der... keine Ahnung. Sie haben sich wohl hier verfangen. Aber... abschneiden. Ach, Friend, du bist so schnell. Aber das heißt, dass sie nicht mehr festhängen. Ein süßes Häschen. Ich frage mich, ob es der Zauberer genäht hat. Das wäre sehr putzig. Das hat er gut gemacht. Ich mache mir auch einen, wenn ich zu Hause bin. Der Hut von einem Zauberer. Ich frage mich, wessen das ist. Von Jerry Haselnuss wahrscheinlich. Oh, müssten wir auch mal spielen. Auch so ein tolles Spiel. Ich habe das Skelett mit Zylinder schon mal gesehen. Oh, an den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Vielleicht ist seiner... Was? Vielleicht ist seiner... Vielleicht ist das Skelett ein Zauberer. Ich verstehe das Experiment nicht. Riecht wie warme Milch. Das muss etwas sehr Kompliziertes sein.
ein Abakus. Mit dem löst man mathematische Dinge. Was ist, wenn man bis über 100 zählen will? Wahrscheinlich braucht man dann mehr als einen Abakus. Mehrere Aberküsse. Zeug, um zu zaubern, denke ich. Die werden wir nicht brauchen, wahrscheinlich. Die werden nicht benutzt, ach so. Okay, hallo, Herr Kleiderständer. Du hast keine Kleider an. Ich glaube, jeder in Eterster läuft gerne nackt herum. Ich bin auch nackt, aber das ist okay. Mir ist nicht kalt. Gut, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen weiter um in Eterster im Winter.